Willkommen zurück zu GTA San Andreas in der Definitive Edition, hier beim 100% Platin Run. Und heute möchte ich mir ganz gerne mal die Casanova-Trophäe holen. Und um die zu bekommen, muss man mit jeder potenziellen Freundin auf mindestens ein Date gehen. Ja, und es gibt 7 Freundinnen an der Zahl. Eine davon lernt man im Storyverlauf kennen, das ist Denise. Sie lernt man kennen in der Mission Burning Desire und nach dieser Mission kann man sie dann eben daten. Und dann gibt's noch Millie. Die ist in Las Venturas und um sie kennenzulernen, muss man eben die Mission Keys to Her Heart machen. Das ist eine Mission des Casino Heist Strangs. Und nach dieser Mission kann man sie dann eben auch daten. Und alle anderen 5 Freundinnen sind überall in der ganzen Spielwelt verstreut an bestimmten festgelegten Orten. Und da muss man eben dann dorthin und sie dann eben ansprechen. Es ist jetzt nur so, dass manche Freundinnen gewisse Anforderungen haben an CJ. Die einen mögen ihn ein bisschen dicker, die anderen ein bisschen muskulöser. Wenn man aber die 50 Austern gesammelt hat, soll das normalerweise keine Rolle mehr spielen. Ich hoffe, das ist auch wirklich so, sonst habe ich ein Problem. Aber ja, wir fangen auf jeden Fall an mit Helena. Das ist die erste Freundin. Die ist immer hier in Blueberry. Und zwar da oben. Mal gucken. Mal gucken, ob das funktioniert. You wanna go out sometime, buddy? Ja. This is my combination right here. Yeah, sure. I'd like to go out with you. Okay, das hat schon mal wunderbar funktioniert. Helena ist jetzt deine Freundin. Helena verfügt über einen Geheimvorrat an Werkzeug, der in ihrer Scheune in Flint Range zu finden ist. Gut. So, und jetzt daten wir Helena natürlich auch noch. Und sie ist immer hier in Flint Range zu finden. Und man kann sie immer besuchen zwischen 8 bis 12 Uhr und dann noch zwischen 14 bis 2 Uhr. Also ist relativ großzügig eigentlich. Also ich bin eigentlich perfekt in der Zeit. Hi, you. Hey, girl. Hey, I'm hungry. Let's go eat. Alright, for sure. Okay, sie ist hungrig. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu einem Speiselokal. Bis gleich. Ich gehe jetzt einfach hier mit dir essen. Da stand zwar eben, dass ihr die Gegend nicht gefällt, aber ist mir scheißegal, denn das ist für die Trophäe völlig egal. Einfach hier. Komm rein jetzt. Friss oder stirb. Damit musst du leben. Okay. Jetzt gefressen und jetzt geht's in die Haie. Da sind wir wieder. Und es wird doch jetzt so... Sag mal, willst du mich verarschen, Auto? Danke. Was? Sie beleidigt mich. Jetzt geh, mach doch mal den scheiß Zaun auf hier. Schon mal eine Pforte gedacht? Nee, ich weiß, die anderen... Ja, ich weiß selber, aber egal. You wanna come up for some coffee? Ich weiß nicht, ich glaube, das musst du nicht machen, aber... Nee, ich glaube, es ist völlig unnötig. Lass es mal weg. Ruh dich lieber ein bisschen aus, okay? Wir wollen mal nicht übertreiben. So, und jetzt auf zur nächsten Freundin. Die nächste Freundin ist Katie und die ist hier in San Fierro zu finden. Hier, auf dieser Grünfläche, auf diesem Hügel. Ja, sprechen wir sie doch einfach mal an hier. Call me whenever you can. Oh, great. I'll call you later. Okay. Dann bis gleich. Hier wohnt die gute Katie und man kann sie immer antreffen zwischen 12 bis 0 Uhr. Hallo, Katie. Hey, Carl. Hey, beautiful. CJ, I need some food in my tummy. I'm down with that. Okay, schon wieder eine hungrige Freundin. Okay, das lässt sich einrichten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier essen, weil es halt direkt in der Nähe ist. Ist ja mega praktisch. Hier ist nämlich so ein Diner. Und dann gehen wir da doch einfach mal rein. Mal gucken, ob ihr das gefällt. Ich habe keine Ahnung, aber es spielt ja gar keine Rolle. Das war fast schon irgendwie romantisch.
Aber auch nur fast. Take me home, lover boy. I've been a nurse for 3 years now. Yeah, this is really interesting. So, und da wären wir auch schon wieder bei ihr. Man, gets me so hot. You want coffee, baby? Nö. Nah, I ain't down with that right now. Ja. Und schon hat CJ den nächsten Korb verteilt. Ha. Na gut, auf zur nächsten Freundin. Die nächste Freundin ist Michelle und die kann man hier bei der Autofahrschule kennenlernen. Und ja, mal schauen, ob sie da ist. Michelle? Ah, da ist sie doch. Nice moves out there. Can I have your number? Klar. This is my combination right here. Cool, I'll call you. We should hang out sometime. Ja, auf jeden Fall. Dann bis gleich. Ja, hier kann man sie dann immer antreffen. Und sie soll immer zwischen 0 bis 12 Uhr da sein. In ihrer Werkstatt. Hey, Carl. Hey, girl. I wanna go eat, CJ. Okay, let's move. Schon wieder eine, die fressen will. Was ist denn los mit euch? Ich nehme hier einfach den Pizzaladen, weil der halt in der Nähe ist. Also, ja. Ist wahrscheinlich auch nicht das Beste, aber egal. Oh, ist dann halt so. Und da wären wir wieder. Oh, jetzt kriegen wir mal einen Korb zur Abwechslung. Okay, kann ich mitleben. Auf zur nächsten Freundin. Die letzte Freundin ist Barbara und die kann man hier in El Quebrados treffen. Und hier ist sie. I'm divorced with two kids. You still interested, son? Das macht nichts. Yeah, he go to digits. Great, I'll give you a call. My name is Barbara, by the way. Cool, bis gleich dann. Da, wo man sie angesprochen hat, trifft man sie dann auch. Und zwar immer zwischen, jetzt muss ich selber nochmal gucken, da standen irgendwie zwei Uhrzeiten im GTA-Wiki. Zwischen 16 und 6 Uhr, allerdings meistens gegen 20 Uhr oder 0 Uhr. Also, keine Ahnung, scheinbar ist sie ein bisschen schwieriger in der Hinsicht. Aber sie ist da und jetzt kriegt man schon Casanova. Das heißt, man muss... Das reicht, das zählt schon als Date, dass man sie überhaupt... Okay, eigentlich müssen wir gar nichts mehr machen. Und dann sage ich ganz ehrlich, dann mache ich mit ihr auch nichts. Was ich euch noch zeigen kann, wenn ihr eine Kamera habt, könnt ihr die anvisieren. Und sie winkt dann in die Kamera. Was eigentlich ziemlich cute ist, aber naja, gut. Okay, scheinbar zählt das auch schon als Date, obwohl es nicht mal abgeschlossen ist. Auch interessant. Und dann würde ich sagen, mach jetzt etwas, was... einfach praktisch ist, weil guckt euch mal an, durch diese ganze Fresserei ist CJ so fett geworden. Und ich habe keinen Bock, dieses ganze Fett wieder runter zu trainieren. Deswegen lade ich jetzt einfach den Save von der letzten Folge, weil ich habe die Trophäe ja und das gibt ja keine Prozente oder so. Deswegen resette ich das einfach wieder. Und jetzt sind wir hier wieder beim Four Dragons Casino und können jetzt noch ein bisschen ja, weitermachen mit der Story. Denn ich glaube, jetzt kommt eine ganz besondere Mission. Ich steck mal die Waffe weg. Wie ist denn das jetzt hier? Ja, die Freundin sind jetzt erledigt und jetzt geht's hier einfach weiter. Habt ihr gedacht, das war alles, was ich in dieser Folge machen wollte? Habt ihr euch aber getäuscht. Don't hate the little man, cause he's packing a six-shooter. Oh, next. Thank you. Thank you. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry. We're just looking for something with a little more mass appeal. What could have more mass appeal than a song like Small but Perfectly Formed? Women want me. Men want to be like me. Assholes. Oh. Gotta be right. Kidding me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, I said that.
All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog! CJ! Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, but... yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for Sweet. Get things moving. Get out this midget game. But CJ, come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? All right, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? All right, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi-million-dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man. How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Hello? Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. All right, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in peace. Oh yeah, Leute, wir sind zurück in LS. Ach, diese Ruhe. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, kann man sagen. Also da geht's ja gleich richtig rund. Die zwei haben es schon geschafft und ich glaube, man muss jetzt selber aber auch nochmal da landen, beziehungsweise es ist nicht wichtig, also man kann auch irgendwie woanders landen. Und das spawnen einfach die... Sind das nicht Vagos? You ever jumped before? Nah, you? Nah. When we land, we're gonna feel invincible. I am invincible! Hey, wait up! Wah! Wahoo-hoo! Woo! Wuhu. Versuche auf dem Dach der Villa zu landen. Ach. Könnt mich mal alle mal kreuzweise. Oh. Oh. Okay, ihr könnt mich überhaupt nicht... ich hab den zu spät gezündet, okay? Es war ein Versehen. Aber CJ ist doch eigentlich geübt da drin. Der hat das doch schon gemacht in Stowaway. Was, müssen wir das wieder gucken? Naja, das überspringen wir hier, oder? You ever jumped before? Ah. Nah, you? Nah. When we land... We're gonna feel invincible. I am invincible. I am invincible. Hey, wait up. Wahoo! 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 Kann ich auch. So, jetzt reicht's mir aber. Nochmal wird mir das nicht passieren. Alter Schwede, an der Spitze. Ich bin nicht mal da... Willst du mich jetzt komplett verarschen? Ganz ehrlich jetzt. Was soll das jetzt? Ich war nicht mal auf der Spitze. Wie kann das CJ aufspießen? Das geht nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Du hast schon Ihr seid schon zweimal jetzt gesprungen. Labert keine Scheiße. Wir werden invincible. Ich bin invincible. Hey,
Wait up! Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Ach kommt, Leute, es wird langsam wirklich öde. Wie könnt ihr immer noch so viel Spaß daran haben? Das ist doch lächerlich. So, jetzt reicht's mir endgültig hier. Ich werde nämlich nicht da oben landen, sondern es dauert mir viel zu lange. Es geht doch viel schneller, wenn man hier einfach landet und dann da einfach hochklettert. Das ist doch viel besser. Zum Glück ist das nicht vorgegeben, dass man da oben landen muss. Begib dich auf das Dach der Villa und hilf den Triaden. Ja, let's go. So, jetzt kann ich auch endlich die Waffen nehmen, die ich einfach möchte, weil wir alle Waffen schon trainiert haben. Das spielt gar keine Rolle mehr. Ja, natürlich kommt er da nicht hoch. Aber das sollte er doch schon schaffen jetzt hier, oder? Komm. Jupp, ich bin auf dem Dach. Wieso machen die nix? Ich meine, ich habe jetzt hier nicht erwartet, dass ich Tontauben schieße, aber so fühlt sich das gerade an. Okay. Down. Die machen nichts. Ah, die machen nichts. Okay, ich nehme alles zurück. Sorry. Ich sollte mehr Respekt vor denen haben mit dem Aim, was die Gegner hier haben in diesem Spiel. Die Triaden sind fast da. Aua, meine Schutzweste ist schon mal weggeschmolzen. Oder hatte ich gar keine? Ich hatte gar keine, ne? Shit, ich hab die nicht mitgenommen. Okay, bring sie in die Villa. Kommt. Kommt, Leute. Ab in die Villa. Ab in die Villa, lalala. Ab in die Villa, lalala. Und rein da. We're heavily outnumbered, but if we all keep our heads, we should kick ass. Bastards! You want Let's hit 'em! Oh Gott. Oh Gott, ich bin jetzt schon fast down. Du, durchsuch die Villa nach Big Papa und schalte jeden aus, der sich dir in den Weg stellt. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich selber nicht verrecke jetzt hier. CJ, clear the corridor and we'll clear each room. Als ob ich jetzt hier speichern kann. Natürlich geht das nicht. In der Mission speichern, das wäre ja mal das wäre das lustigste ever. Aber ich glaube, ich brauche mal hier jetzt die Waffe. Die M4. Das ist aber auch nicht einfach, wobei doch, lass mal lieber die. Wie lange brauchst du denn für den bitte? Hi. Hier gibt es bestimmt irgendwo eine Heilung für mich. Puh, hier gibt es bestimmt irgendwo eine Heilung für mich. Hier ist auf jeden Fall keine Heilung für mich. Kommt schon, Heilung. Oh! Brauch eine Heilung. Irgendwo, sonst schaffe ich das nicht. Ich brauche wirklich eine Heilung jetzt. Hallo. Anvisieren. Habt ihr mir gerade in den Rücken geballert? Welcome to America. Welcome to America. Kann ich mich vielleicht heilen? Oder haut die nur ab? This room's clean. Kommt einer von hinten einfach. Der war das wahrscheinlich gerade. Meine Güte. Das ist aber auch Wahnsinn hier. Und ich kann nirgendwo mich heilen. No one in there. Just fuck you in. Ich kann mich nicht heilen. Das ist schrecklich. Oh. Schon wieder. Wir kommen schon wieder von hinten. No one left in here. Go ahead, CJ. I'll hold the balcony. Oh, schon wieder. Ey, Leute, das ist knapp. Ich brauche eine Heilung langsam. Die können mir doch nicht hier die ganze keine Heilung geben. Ich glaube, da unten gibt es eine Heilung. Muss nur noch durchhalten jetzt. Nur noch so lange durchhalten hier. Da muss irgendwo ein Herz sein. Oh, oh Gott. Who are you to break into this place, eh? Entspann dich mal ein bisschen. Nee, ich wollte dich doch gar nicht abbannen. Hallo! Wir sehen doch mal die richtigen Leute an! Okay, das ist gut. Oh. Hi. Da ist noch einer. Auch down. Einmal nachladen. Da ist doch noch hinten noch einer. Ja, ich sehe dich doch. Auch down, da ist, glaube ich, noch einer in der Küche. Was ist denn das? Ein Nachtsichtgerät? Okay, was soll ich damit? Ein Herz. Oh nein. Okay,
Ah, for life. Jetzt noch eine Schutzweste und ich bin absolut beruhigt. Kann man jetzt zocken? Sieht aus, als wärst du beschäftigt. Ah. Damit könntest du recht haben. You chose the wrong house to rob, fool. You picked the wrong house, fool. Jetzt will er auch noch abhauen. Der hat sie doch nicht alle. Der hat sie doch nicht alle. Den holen wir uns. Heim, Ladies. Ich will jetzt Big Papa abholen. Beziehungsweise einholen. Das reicht mir endgültig. Jetzt ist hier Schluss. Ey, dieser Kerl, ne? You don't know who you're fucking with, do you? Wer willst du denn? Ich kill dich jetzt mit der... Bist du? You're trying to fuck with my house? With my shit? Ja, okay, der wäre normalerweise schon tot. Ich dachte, vielleicht könnte man das Spiel ein bisschen austricksen mit der Minigun, aber scheinbar geht das nicht. Vielleicht kann ich ihn gleich killen. Hi. Ich kann ihn jetzt noch nicht erledigen. Funktioniert nicht. Muss noch ein bisschen Muni behalten, dann kann ich vielleicht sein Auto zerstören. Das wäre perfekt. Also wenn ich ihn jetzt sein Auto einfach kaputt machen könnte, das wäre halt magisch. Aber wahrscheinlich fährt er jetzt weg und ich kriege ihn nicht mehr. Oder kann ich ihn jetzt erledigen? Komm schon. Oh, der schöne Phönix. Aber ich kriege ihn wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Warte. Nee, Mist. Dräng ihn von der Straße. Ja, das ist auch, glaube ich, ein einzigartiges Fahrzeug oder zumindest eine einzigartige Lackierung hier. Ich glaube, die hat man normalerweise auch nicht. Aber ich mache mir halt nicht viel draus aus solchen Autos. Also ich werde das nicht irgendwie speichern oder sowas. Schade, ich hätte ihn gerne mit der Minigun erledigt. Dräng ihn von der Straße. Es wäre eigentlich viel lustiger, wenn ich ihn da runter schubsen würde, oder? Das hätte schon irgendwie was. Muss nur die richtige Stelle... Oh, hier runter, das wäre so geil. Weil hier ist ja noch ein schönes Zäunchen. Das bringt es ja gar nichts hier. Oh, fahr mal ein bisschen weg. Und jetzt tschüss. Joa. Du hast Maddox' Villa zurückerobert. So einfach kann das gehen, Leute. So einfach ist es. Letztendlich. Wir sind zurück. Was ist das hier? Kann ich da einfach so rüberfahren? Ohne Bedenken? Okay, alles gut. Ja, kriegen wir jetzt einen Anruf oder so? Hey Ken, how you doing? Who is this? It's Carl. Carl Johnson. Hey Carl, great! Guys, it's Carl. Great! I'm fucking great, fucking amazing. I got a need for an accountant and a sound engineer. And I thought of you and Paul. Fucking amazing! Paul's great with figures and I'd make a fucking amazing producer. This is fucking great. It's amazing. Yeah. Whatever you say, man. But look, see you soon. Fucking amazing! Oh. Dann können wir doch nochmal eine Mission machen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lang die Folge schon ist, weil ich ja vorher ein bisschen gecuttet habe bei den Freundinnen und so. Ich weiß deswegen nicht, wie lange ich schon aufnehme jetzt. Also ich würde jetzt einfach nochmal diese Mission noch hinterher schieben und dann mal gucken. Und wenn die Folge dann zu kurz ist oder ein bisschen drüber ist, ist es dann halt so. Also ja, mal gucken. Kann ich hier einfach... Ich lass die Karre hier einfach stehen, ganz ehrlich. Ist mir so egal. So, wo kann ich die Mission dann annehmen? Muss ich dafür da reingehen oder kann ich hier... Oder hier draußen? Oder wo nimmt man die an? Weiß das gar nicht mehr. Ach, hier vorne wahrscheinlich, oder? Hier? Ist da jetzt einfach so eine Markierung oder was ist hier los? Na komm, das wirst du doch wohl schaffen, CJ. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Go on, come on,
plasma mask, I'll test you back. Donuts and feet, well, rep. Will you please leave yourself alone? Come here, come on. Oh, fuck. Oh, you mank mongrel. Oh, sonny. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hamburg? That's my dog. That groupie loved it. That wasn't a groupie, that was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. Goddamn. Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with his flow. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino, this? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last string. Hold up, mate. Me, okay? Hold up, 1 second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm hearing things. Fuck me. Hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Right, my name goes, sunshine. Yeah, sweet ass. Come on, you having that, Mac? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my destiny. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. Och nein, nicht die Mission, oder? How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh, man, you shitting me. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Auf dem Motorboot befindet sich eine Pistole mit Schalldämpfer und ein Messer. Was ist da gerade explodiert? Warst du das, Torino? Oh, die Mission noch, ne? Vielleicht hätte ich doch einfach sagen sollen, das war's. Aber ich dachte mir so, Freundin und dann diese Mission, das war jetzt noch nicht so... Okay, Carl, the ship is moored in the Easter Basin Naval Base. Ah, ich versuche es mal. Aber da kriege ich doch jetzt einen Stern, oder? Oder sind die jetzt ausgeschaltet? Naja, gut, haben wir noch mal so ein bisschen Action. Ich meine, das hatten wir vorhin auch schon, aber... Naja. Komm ich jetzt hinten rein oder so? Ist da jetzt hinten irgendwo... Sneak in the back without being seen. Once you're on the inside, I cannot help you. Well, can you help me now? Well, no. Actually, no. Wenigstens ist er ehrlich. Begib dich ins Schiff, bevor sich die hintere Luke schließt. Wenn du schwimmst, werden dich die Wachen nicht so leicht entdecken. Versuch mein Bestes zu geben. Ich würde sagen, wir springen rein. Gut. Wir gehen rein. Wir sind drin. Finde den Kontrollraum, um die Boden-Luftraketen zu deaktivieren. Klau einen der Militärjets. Versuche die Wachen nicht zu alarmieren. Das ist alles so easy, ne? Das ist so ein simple task einfach. Für CJ. Es ist ja sonst nichts, Torino, ne? Hat er sonst keine Probleme. Aber gut. Wir versuchen es mal. Muss mal gucken, dass ich hier unbemerkt bleibe. Oh, der Mechanik hat mich entdeckt. Alter! Der hat aber nichts gemacht, oder? Er hat ihn noch nicht gedrückt, den Alarm. Das finde ich gut. Ich bin immer so ungestüm in diesen Missionen. Also ich kann euch jetzt schon garantieren, dass der Alarm wieder ausgelöst wird. Und ich glaube, das war damals im Let's Play des Originals genauso. Oh. Sind das hier Rauchgranaten oder was sind das? Aber da sind zwei Stück, aber die sind noch weiter oben. Das ist alles gut. Ich muss jetzt irgendwie zum Kontrollraum. Aber hier oben sind zwei Leute, die sind jetzt genau hier irgendwo. Der eine, der läuft da rum. Da ist noch einer, aber der kann uns jetzt auch nichts.
Und der andere ist noch eine Etage weiter oben. Also hier ist jetzt gerade nur dieser eine. Ich weiß aber nicht, ob die Mechaniker auch angezeigt werden auf der Karte. Es kann natürlich sein, dass die nicht... Was haben die hier denn gespielt? Party gefeiert? Oh, ich kümmere erstmal einen Snack. Erstmal muss CJ wieder ein bisschen runterkommen hier. So viele Herzen, wie er in dieser Folge gebrochen hat. Und so. Ja, es ist nicht einfach. Und dann jetzt auch noch die Rückkehr nach LS. Mit dem Kampf um die Villa. Das ist alles ein bisschen viel für ihn. Das ist ja verständlich, oder? Muss gleich niesen. Oh nein. Hat bestimmt keiner gehört. Hat bestimmt keiner gehört. Da ist doch nur einer. Ey, der ist doch, da ist schon der Kontrollraum. Ich bin perfekt gelaufen. Das ist ja perfekt. Alter Schwede, ich bin ja so ein... Als hätte ich es geahnt. Ich wusste gar nicht, wo der genau ist. Ich meine, man sieht es auf der Karte, aber... Ich bin ja eigentlich nur hingelaufen, um zu den Soldaten zu kommen, aber... Das hat funktioniert. Ich wette, jetzt kann ich auch rumballern, wie ich möchte, oder? Weil das werden die ja sicherlich merken. Hier mal drücken, da mal dran ziehen. Und schon sind die Raketen deaktiviert. Perfekt. Oder haben die es immer noch nicht gemerkt? Ich meine, gut, das macht, gibt kein Geräusch von sich. Hi. Hat er doch gar... Wie kann er mich jetzt entdeckt haben? Hä? Wie denn? Das wäre absurd, wenn er mich entdecken würde. Wie denn? Der kann mich doch gar nicht entdecken. Ich werde jetzt hier erstmal alle ausschalten. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal sogar und dann hole ich mir den Jet. Es war so klar, Leute. Ich hab's euch doch gesagt. Aber ist mir egal. Weil ich bin jetzt sowieso schon hier. Ihr könnt mich alle mal. Na gut, ihr habt ein gutes Aim. Ja, das muss ich euch zugeben. Ja, ihr habt wirklich ein gutes Aim. Aber ist mir so egal. Und rein da. Schnell, CJ. Hörst du bitte auf, irgendwelche Faxen zu machen? Wir sind in einer ernsten Situation. Jet-Modus bitte. Und tschüss. Aber die Mission ist ja noch nicht lange nicht vorbei. Jetzt muss ich erstmal hier. Erstmal hinter die kommen. Könnt ihr jetzt mal aufhören, so zu kreisen? Ha! Ha! Boom! Oh! Oh no! Oh no, oh no, oh no! Könnt mir nicht entkommen! Wie sieht das Schiff da unten aus? Alter, diese Map, die kommt gerade überhaupt nicht hinterher. Und du auch noch. Ciao, das müsste reichen. Ich flieg schon mal zu den Zielen. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwelche Boote versenken oder so. Die da unten irgendwie sind. Ich meine, ich kann auch in den anderen Modus wieder gehen, ne? Geht auch. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Da muss man nicht die ganze Zeit immer wegfliegen. Kann man auch so ein bisschen in der Luft hängen. Ich habe das, glaube ich, früher immer im Jet-Modus gemacht, aber den brauchst du ja gar nicht dafür. Zack. Zack, und da ist der nächste. Das ist doch viel einfacher so. Wieso habe ich das früher nie so gemacht? So, es ist hier irgendwie gerade so ein bisschen Schiffe versenken, ne? Das müsste sein. Und wenn wir jetzt noch irgendwo... Bestimmt müssen wir noch irgendwo landen. You see? Child's play. Fuck you, Torino! I never want to go through this again! I think I'm a Earl! Oh, what a big wine. You want some cheese with that wine? Hey, you were spectacular. You know what? I'm beginning to think my little Carl's a double agent. Shut up, Torino! Where you want this thing? What thing? I don't know what you're talking about. You stole it. Got nothing to do with me. I don't know what you're talking about. See you around. Torino! Torino! Shit! Wahrscheinlich sollen wir jetzt hier landen. Flieg mit dem Jet zu dem Flugplatz in der Wüste und lande dort irgendwo auf der Landebahn. Okay, hier.
So, und jetzt gibt's das Flugzeug hier noch in den Jet, noch in den Hangar. Und der bleibt, glaube ich, dann auch immer hier. Den können wir uns dann immer holen. Übrigens ein Helikopter, den wir uns letztens geklaut haben, der ist übrigens auch jetzt permanent hier. Soweit ich weiß. Es war $50.000, richtig geile Bezahlung von Torino. Ich glaube, das ist hier... Ach, der wird hier... Ach so, okay, da ist jetzt die Belohnung drüber. Weil dieser, wenn ihr euch an den Casino-Heist erinnert, dieser Helikopter, den habe ich ja nie mitgenommen vorher, aber in der Folge habe ich es tatsächlich mal geschafft gehabt. Angeblich soll der, wenn man den hierher bringt, auch permanent hier sein. Und ich glaube, den hatte ich hier gelandet, wo jetzt hier dieses Flugzeug ist, diese Belohnung ist. Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen wegfliege und wiederkomme, müsste da eigentlich der Helikopter sein. Also normalerweise, ich hoffe es. Ich würde es euch gerne einmal zeigen. Ich würde es auch selber gerne einmal bestätigt bekommen. Ne, der ist jetzt nicht hier. Aber ich meine, das sollte so sein. Zumindest stand es im GTA-Wiki so. Also wenn man diesen Polizeiheli klaut, in dieser Mission, dann steht er hier. Ansonsten wird er niemals hier stehen. Aber keine Ahnung. Scheinbar ist das hier nicht so. Oder ich hätte weiter wegfliegen müssen. Das kann ja auch sein. Ist ja auch nicht so wichtig. Naja. Jedenfalls war das aus meiner Sicht ein erfolgreicher Part. Wir sind wieder in Los Santos. Auch wenn wir jetzt wieder in Las Venturas sind, aber das ist eine andere Sache. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, gehen wir dann wieder hierhin zurück und machen hier ein bisschen weiter. Und dann sollten wir eigentlich bald auch in der Lage sein, Gebiete zu erobern. Und das wird ein richtig langer Part, weil ich dann alle Gebiete in einem Rutsch einnehmen werde. Das war damals auch schon ein sehr, sehr langer Part und das wird dieses Mal wieder so sein. Ich gehe jetzt aber mal speichern. Und dann gucken wir nochmal auf die Prozente. Erstmal will ich hier die Trophäe natürlich nochmal. Nachricht einmal. Genau, Casanova. Übrigens, wir brauchen noch, ich glaube, 6 Trophäen insgesamt bis zur Platin. Ne, 5. Ne, ja doch, 5 und dann die Platin. Dann sind es insgesamt 6. Und ja, prozentual gesehen sind wir bei 96,26%. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch dann beim nächsten Mal wieder. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Fold deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, big and buff, nice and straight.